Ja, also herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich wollte euch jetzt mal diese 4 Kilometer Fahrtweg ersparen und bin in der Richtung dieses Graffitis gefahren. Und wir sind auch gleich schon da. Und wir das dann Nummer 21 jetzt wieder haben. Und wahrscheinlich gibt es eben noch eins mindestens mehr. Okay. Das ist hier. Vor den Toren von Dogtown ist es andere. Graffiti. Sorry. Ich muss sagen. Nicht, dass wir jetzt hier gleich starten mit Phantom Liberty. Sieht aus wie eine Tarotkarte in der kleinen Arcana, König der Kelche. Okay, die kam neu dazu, deshalb. Ein König der Kelche. Aber das ist eine Phantom Liberty Karte, weird. Was sind die zwei hier? Naja, egal was soll's. Der König der Kelche ist ein kreativer Mensch, der von seinen Gefühlen geleitet wird. Eine starke Persönlichkeit, der die Bedeutung von Emotionen klar ist. Intuition hilft diesen Menschen dabei, sich im Leben zurechtzufinden. Wenn das Schicksal ihnen wohlgesonnen ist, zeigen sie viel Mitgefühl. Doch wenn es ihnen übel mitspielt, darf man ihnen nicht vertrauen. Sieht auch ziemlich nice aus. Gut, für das bin ich jetzt hier 4 Kilometer gefahren. Danke für nix. Hey, Gok! On the sidewalk! Sorry! Alter! Ich wollte vorhin sagen, ich bin schon ein bisschen eingeschüchtert von dieser epischen Szene hier. Aber wie gesagt, Phantom Liberty starten wir. Wenn ich denke, es ist die richtige Zeit. Jemand hat uns hier unser schönes Auto zerstört. Kann ich denn mal die Apollo? Machen wir gleich. Aber jetzt erstmal hier 2,8 Kilometer zurück zu Misty. Mit einem schönen neuen Motorrad. Das ziemlich nice aussieht. Und der Sound, Alter. Sehr schönes, geiles Teil. Yeah.
hört sich nicht so geil an, wenn es in der Grenze schlägt. Noch dazu. Geil. Gibt's das auch immer? Ich meine, die Archer gibt's ja. Da gibt's vielleicht auch diese Apollo. Die sieht echt schön aus. Das war jetzt ziemlich nice. Misty's Esoterica and Chakra Harmonization. Okay, ich dachte schon, die macht die T-Pose. Saw more of those freaky murals. Did they start making sense? Tell any sort of story? Ja, nicht wirklich. All just a bunch of tarot cards. Pretty sure my brain's now beyond repair. The tarot tells the story of a fool's journey. Show me what you found. I'll tell you what's left. Here. You're still missing two arcana. Judgment and the devil. Ah, das sind die zwei. My guess is that they relate to a turning point in your life. One that's soon to arrive. Und deshalb fehlen eben noch zwei Stück. What's up with the wandering fool? The fool is you and Silverhand. You've traveled a long road together. Discovered your potential. Where are we headed? Your destination is the world. The final arcanum. Both of you waged a war on the world. So there are two possibilities. Declare victory, or make peace. Could lose the war, too. Yes. Unfortunately, that's true. What's this judgment about? One possible future. Of redemption, transition, awakening. The angel with the trumpet symbolizes the end of an era. And a call to rebirth. To a new beginning. Und der Teufel wahrscheinlich nicht für etwas Gutes. Rather not run into the devil. Got a feeling he's bad vibes. That's the card of primal dormant desires, but also the will to survive. Doesn't sound so bad, actually. It also represents a false world, the trap these desires lay for you. Spannend. Thanks. Didn't get much out of that, but thanks. You'll understand when the time comes. I can't explain everything. All the tarot can tell me is that you will reach the world by one of four paths. Meaning? The final leg of the journey goes through the sun, the star, temperance, or the devil. Could just die, not even get that far. Oh, come on. You won't let that happen. Take this. It's all I can do to help. Wahrscheinlich sind diese vier Wege die vier Enden vom Hauptspiel. Könnte möglich sein.
And they say I've got my head in the clouds. Earth to be! Sorry! Ich nehm's ja. Danke. Good luck, V. On whatever road you choose. Hey, Misty. Happened upon some more murals. A little different, these can't say exactly how, just different. Describe what you saw for me. Das geht jetzt gleich weiter, weil ich das andere von Phantom Liberty gefunden habe. I saw this figure sitting there with, don't know, a goblet maybe? Ah, the King of Cups. Oh, be especially careful with anyone you've met who this card might be pointing to. Well, gotta be careful with everyone I meet these days. On one hand, the King of Cups signifies understanding, emotional balance. On the other, he's the opposite. Manipulation and spiritual crisis. And V, hun, the last thing your spirit needs is even more chaos and disappointment. Da hast du nicht ganz unrecht. Thanks, Misty. I guess. Still gotta wrap my head around this. You know where to find me if you need any help, V. Klar, vielen Dank. Ich muss ja schon sagen, dieser Laden hat immer irgendwie was Beruhigendes. Draußen die hektische Welt, laute hektische Welt, und hier drin diese schöne Klänge. Und ruhige Atmosphäre. Ich lese mal deine E-Mails durch, keine Angst. Angeblicher Zen-Meister. Tinker an Misty. Hey, ich habe wieder diesen Zen-Meister gesehen, wenn er denn überhaupt ein Zen-Meister ist. Er saß vor dem U-Bahn-Eingang. Ich habe gewartet und geschaut, was passiert. Ob er sich echt in Luft auflöst oder ob Sweet Peggy sich das eingebildet hat. Aber natürlich ist niemand zu ihm hingegangen, als wäre er gar nicht da. Aber im Ernst, die sehen den Typen in einem Zen-Meister-Outfit und zucken nicht mal mit der Wimper? Voll seltsam. Naja, egal, ich starre ihn also an, es passiert nichts. Also habe ich aufgegeben, aber nächstes Mal erwische ich den Sack. Muss irgendeine Masche sein. Vielleicht hat er auf dich gewartet und du hast eine Chance verpasst, den Sinn des Lebens zu erfahren. Sehr witzig, naja. Sag mir Bescheid, wenn du noch was über den hörst. Ich glaube, das soll der gleiche Zen-Meister sein, dem wir auch schon begegnet sind. Weil der hat sich ja auch nachher einfach in Luft aufgelöst. Okay, er hat nichts Spannendes zu sagen. Schade. Ein Beiweg. Es hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt, hier hinzufahren. Denn mehr haben wir nicht unbedingt erfahren. Aber gut. Und die zwei Tarotkarten fehlen, also werden auch nicht angezeigt. Interessanterweise. Vielleicht kommen die erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aber wenigstens haben wir jetzt eigentlich die nicht mehr unbedingt auf unserer To-Do-Liste vorerst. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Würde ich vielleicht die drei Stück hier nochmal machen? Oder? Ne, wir fahren erst dahin, dann haben wir die zwei weg. Oh.
Aufträge eigentlich nie was Besonderes geben. Dann können wir die machen. Ich meine, das gibt uns XP, was wir nicht mehr brauchen. Und meistens Money. Oder Waffen. So. Ich glaube, das war's. Die Musik geht richtig ab. Ich feiere die Musik immer noch. Ziemlich. Yes. Und wo ist es? Wie geht's, Angel? Haben sie dich schon nach Hause gelassen? Ich lach mich tot, Manu. Noch am Arbeiten? Also, dein Rücken macht das nicht mehr lange mit. Du musst damit zum Doc. Ja, aber nicht jetzt. Größer Transport heute. Server oder sowas. Zerbrechliche Tech. Wir brauchen viele Leute. Aber morgen, okay? Klar, okay. Und danke, dass du dich sorgst. Ist doch ein bisschen laut, die Musik, vor allem wenn ich da Sachen vorlesen soll. Trägt einfach ein Bein rum. Job. Leute, einfacher wird's nicht. Das Lagerhaus in West Little China ist voller richtig guter Elektrotechnik von der Sorte, die wir brauchen. Stattet denen einen Besuch ab und nehmt alles mit, was nicht festgenagelt ist. Aber nichts werfen. Was ihr mit den Wachen macht, überlasse ich euch. Aber denkt dran, je weniger zögern, desto besser. Gottfried! War Gottfried nicht der... Nee. Nee, das war nicht der Gottfried, oder doch? Den wir da mit seinem Sohn gesehen haben. Oder war es doch dieser Gottfried? Ich würde sie mir eigentlich ja nicht zutrauen.
daher keine Ahnung, ob das Zeug der Gottfried ist. Technische Daten. Prozessor Adonis 300XT, Max Disk 3, Matrix Modi J-Bot RAID, Link Aggregation ja, Top Swap Unterstützung ja, Gewicht 5,4 Kilo, 24 Monate Garantie. Aber von was? Welcher Server? Irgendwo ein Container hier drin. Naja, was soll's. Wir sind hier weg. Noch eben ganz kurz, wie gesagt, der andere Auftrag, der rechts von uns ist. An alle Einheiten. Little China, Lagerhaus 344, 459 Einbruch, 1033 Alarm aktiviert, 1066 verdächtige Personen. Ah, glaube ich dir. Patrouille. Wir haben ihm den Arsch gerettet, sozusagen. Ich darf ihn schon töten, oder? Ja, doch, du. Wenn anders verdient haben sie es ja nicht. Gespräch zwischen Mikey und Lobo. Hey, Bock auf einen Job? In Little China, ich will im Lagerhaus ausreden. Ausreden? Ups, aufräumen, ausräumen. Scheiße, Autokorrektur. Spinnt bei mir auch immer, Chum. Bin dabei. Brauchen wir Waffen? Nee, glaub nicht. Cooler meint, er hat ein neues Spielzeug. Damit kann er den Alarm für uns ausschalten. Cooler? Ist ein Vollidiot. Chum kann sich nicht mal die Schuhe zubinden, ohne dass ihm seine Mutter hilft. Wenn er hinter dem Job steckt, bin ich raus. Tut mir leid, Alter. Passt, Chum. Wie du willst, haust da rein. Nicht so wie Vollidioten manchmal. Den hat es ziemlich zerrissen hier. Da liegt noch was.
auch noch irgendwas? Eine Kiste, schön. Ein bisschen Muni. Was zum Hacken. Sehr schön. Noch die Kiste hier. Anweisungen. Sorgfältig lesen. Unser neues Spielzeug soll den Alarm um ungefähr eine halbe Stunde verzögern. Das ist genug Zeit, um einzubrechen, alles einzutüten und uns zu verpissen, bevor die Bullen aufklößen. Aber vergesst nicht! Damit es wie geplant funktioniert, müsst ihr es zur gleichen Zeit einschalten. Wenn ihr den Strom zum Gebäude habt, zur gleichen Zeit. Sonst seid ihr am Arsch. Haben sie wohl nicht gemacht, deshalb kam die Polizei dazu. Danke, tschüss. Gut, ich würde sagen, ups, das war's erstmal wieder für Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Jooms. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.